Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute ist Samstag, das heißt, heute ist Hörspielzeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die kompletten Anrufe aus der vergangenen Woche, zusammengeschnitten, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Ja, hallo? Wie kann ich denn behilflich sein? Ja. Hallo, guten Tag, Herr Popper. Sagen Sie, das ist schön. Okay, mein Name ist Philipp Kaiser. Ich rufe an von Pegasus Consults. Herr Popper, wissen Sie was? Sie stehen bei mir auf einer Liste. Ja. Genau, und auf dieser Liste steht, dass Sie eventuell Opfer eines Betrugsskandals oder Betrugsfall geworden sind. Ist das korrekt? Nee. Ist nicht so? Okay. Sie haben keine Schwierigkeiten gehabt mit Kryptowährungen oder Forex-Firmen? Nee, tut mir leid. Da funktioniert euer neues Betrügerskript nicht. Betrügerskript, okay. Ja, Sie sind ja auch so ein Krimineller. Warum? Ja, weil keine normale Firma die Leute einfach anruft. Mach dich nicht lächerlich. Also, okay. Gut, ich wünsche Ihnen alles Gute. Passen Sie auf sich auf. Ja, wünsche ich dir nicht, du kriminelles Schwein. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag, die Firma No Element, neu ist mein Name. Ich rufe Sie wegen Ihrer Bestellung an. Sie haben Erythronaktivkapseln bestellt. Ich möchte nur kurz informieren, das Paket wurde an Paketzentrum zugestellt. Also, die Straße heißt Industriestraße 4 bis 9. Sie können selbst bis Freitag einschließlich das Paket abholen. Und also, ich wollte Ihnen auch Öffnungszeiten sagen. Also, das Kundenzentrum ist vom Montag bis Freitag, vormittags von 10 bis, von 7 bis 10 Uhr und nachmittags von 16 bis 19 Uhr geöffnet, Samstag, Sonntag geschlossen. Aber wie gesagt, bis Freitag haben Sie noch Zeit. Das Einzige, was ich Ihnen sagen soll eigentlich, das Paket wurde also eine neue Tracking-Nummer bekommen, weil das Reshipment wurde. Können Sie vielleicht die Tracking-Nummer aufschreiben? Haben Sie jetzt solche Möglichkeit? Weil leider wurden SMS nicht ausgeliefert, sondern doch ausgeliefert, aber ich sehe nicht, dass sie angekommen sind. Also deswegen ist das Problem. Aber beim Selbstabholung brauchen Sie Tracking-Nummer und Personalausweis auf jeden Fall, ja. Wie können wir das machen? Also kann ich, weiß ich dann nicht, wie wir das machen sollen, weil wie gesagt, SMS werden nicht zugestellt. Also ich kann vielleicht ein bisschen später anrufen, also damit Sie das aufschreiben können, weil wirklich, weiß nicht. Oder wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse sagen, wir auch eine E-Mail-Adresse, die E-Mail-Mitteilung an Sie schicken, ja, dann können wir auch nicht, wie wir das machen sollen jetzt im Moment, weil Sie brauchen sowieso dreckige Nummer bei Selbstabholung. Ja. Ja, vielleicht später anrufen, ja. Haben Sie nichts dagegen, wenn ich später nochmal anrufen werde, weil, wie gesagt, Sie brauchen sowieso diese dreckige Nummer. Ohne dreckige Nummer denke ich nicht, Paket gefunden wird, einfach beim Paketzentrum. Deswegen. Aber sonst, wie gesagt, liegt Industriestraße 4 bis 9 und ja, bis Freitag haben Sie noch Zeit. Ich denke, Sie können noch schaffen, mir das abzuholen. Aber ich weiß nicht, wie ich jetzt mit Trickennummer das machen soll. Naja, dann. Ich kann vielleicht nochmals ein bisschen später Sie anrufen. Vielleicht haben Sie dann Möglichkeit, das aufzuschreiben. Geht das? Okay, dann machen wir so. Dann danke für das Gespräch und für die Geduld auch. Und dann einen schönen Tag noch. Dann bis später. Tschüss. Tschüss. Ja, bitte. Hallo? Wie kann ich dann behilflich sein? Nehmen wir mal Namen vom Gesundheitszentrum. Spreche ich mit Gerold Steiner. Vom Gesundheitszentrum? Genau. Aha, okay. Also diejenigen, die gesetzlich versichert sind, die werden ja halt immer von uns kontaktiert, weil wir bieten eine Zahnzusatzversicherung an. Ja, aber Sie können doch nicht einfach irgendwelche Leute einfach alle anrufen. Diejenigen, die gesetzlich versichert sind, die haben ja auch im Internet an einer Umfrage teilgenommen. Nö.
Dann gucken Sie mal bitte in Ihrem E-Mail-Fach. Also da müssen Sie schon eine Bestätigung erhalten haben. Nein. Soll ich Ihnen da einen Link rausschicken, oder? Nee. Aber was denn jetzt? Wollen Sie dann sehen, was Sie gemacht haben oder nicht? Ich möchte keinen illegalen Werbeanruf haben. Ja, das ist ja nicht illegal. Sie haben das ja selber zugestimmt. Nee. Dann nennen Sie mir bitte mal den PIN-Code für das Double Opt-in. Was in Deutschland vorgeschrieben ist. Habe ich nicht. Sehen Sie. Also es ist ein illegaler Werbeanruf. Das kann aber nicht sein. Wissen Sie warum? Doch, doch. Ja, ich weiß warum. Sie rufen illegal an. Nein. Doch. Ohne Ihren Erlaubnis können wir ja sowieso nicht machen. Ne? Und machen Sie aber gerade. Nein, geht ja nicht. Doch, geht. Außerdem okay, rufen Sie mich mit einer Handynummer an von einem Callcenter. Das ist keine Handynummer. Das ist bei mir im Display steht. Ja, bei mir steht im Handy-Display steht eine Handynummer von Ihnen. Und das ist auch nicht erlaubt. Das ist ja auch eine Systemrufnummer, ne? Das ist ja Quatsch. Das hat ja damit nichts zu tun. Es gibt keine Systemrufnummern. So ein Blödsinn. Natürlich, damit Sie dann auch gleichzeitig Ihre Daten sehen können. Ach, das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Wollen Sie mit mir weiterhin diskutieren oder nicht? Doch, ja, ich möchte weiter mit Ihnen diskutieren. Ja, Sie rufen illegal bei mir an. Kriminelle. Guten Tag. Hallo, guten Tag, die Firma Neolimentum, neu ist mein Name. Wir haben mit Ihnen heute schon telefoniert wegen Ihrer Bestellung. Sie haben Ihre Tonaktivkapseln bestellt. Sagen Sie mir bitte, gibt es jetzt die Möglichkeit, also haben Sie die Möglichkeit, die Tracking-Nummer aufzuschreiben, damit Sie das Paket selbst abholen können? Nee. Nee, im Moment nicht, leider. Naja, dann rufe ich nochmals an morgen. Weil Sie brauchen unbedingt Tracking-Nummer, sonst, ich weiß nicht, ob es klappt am Paketzentrum. Ich weiß nicht, ob es genügt, einfach Personalausweis, weiß ich leider nicht. Ja, ich muss auch fragen bei Kollegen vielleicht. Dann, okay, dann rufe ich Sie nochmals morgen an. Naja, dann einen schönen Tag, Nachmittag noch. Danke sehr. Danke. Tschüss. Ja, bitte. Ja, hallo, guten Tag. Mhm. Ich würde gerne mit Herrn Lorios sprechen. Nee, knusprig, knusprig. Knusprig, knusprig, ja. Mhm. Es freut mich, Sie zu hören, Herr Knusprig, knusprig. Mein Name ist Alex Müller und ich bin persönlicher Kontomanager Iconic Capital und Sie haben bei uns angemeldet. Ist das richtig? Wer ist denn die Frau da im Hintergrund, die meinen Namen wiederholt hat? Ja, weiß ich nicht. Ich bin hier allein. Nee, man hört ja die anderen Leute im Hintergrund. Wer ist denn die Frau, die meinen Namen wiederholt hat? Also weiß ich nicht, ich bin hier allein. Nee, ich habe ja ganz klar und deutlich gehört, dass jemand meinen Namen wiederholt hat. Also haben Sie bei uns angemeldet, Herr Knusprig, oder? Ich würde erstmal gerne meine Frage beantwortet bekommen. Also weiß ich nicht, ich bin hier allein, ich rufe von meinem Haus und ich frage Sie, ob Sie bei unserem... Das ist ja gelogen. Man hört ja ganz klar im Hintergrund des Callcenters, da sind ja ganz viele Leute bei Ihnen. Es ist ja laut bei Ihnen im Hintergrund. Bei mir laut Hintergrund? Ja. Ja, also ich höre nichts, nur Sie. Nee, das ist ja Quatsch. Also haben Sie bei uns angemeldet, bei unserem Werbung Iconic Capital? Ich würde erstmal gerne wissen, warum Sie mich anlügen. Wer Sie anlügt? Ja, wer Sie anlügt? Na, Sie. Ich? Ja, weil Sie sagen ja... Sie sagen ja, Sie sind alleine zu Hause und das stimmt ja gar nicht. Da sind ja ganz viele Menschen im Hintergrund, das hört man ja. Und dann habe ich immer noch nicht die Antwort bekommen, was die Frau da im Hintergrund zu suchen hat, die meinen Namen wiederholt hat. Also niemand hat Ihren Namen wiederholt. Doch, doch, das war eine Frau im Hintergrund, das habe ich gehört. Ich bin hier allein, ich wiederhole schon 10. Mal. Ja, du bist nicht alleine da. Da sind ganz viele Leute im Hintergrund, das hört man. Ja, mit wem spreche ich denn da bitte? Man hört nichts. So wird das dann auch nichts. Ganz ohne Ton. Funktioniert Telefonieren aber nicht. Tja, dann halt nicht. Ich gebe dir ein bisschen Musik, ja? Ja. Aha. Schönen guten Tag. Guten Tag, kann ich mit hier Thorsten sprechen? Ja. Das ist aber der Vorname. Guten Tag. Wir benutzen hier den Nachnamen. Ja. Hallo, guten Tag. Die Firma Neolimentum, neu ist mein Name. Ich rufe Sie wegen Bestellung. Sie haben Kapselelektron aktiv bestellt. Das Paket wurde an Paketzentrum zugestellt in Berlin, Industriestraße 4-9. Aber ich
Sie brauchen direkte Nummer. Haben Sie vielleicht die Minute Zeit, also und Möglichkeit, diese direkte Nummer aufzuschreiben? Nee, das geht jetzt gerade nicht. Okay, ja, leider weiß ich dann nicht, wie wir das machen können, weil, wie gesagt, ich denke nicht, dass es einfach reicht, wenn Sie Ihren Ausweis, also personellen Ausweis einfach da zeigen, weil UPS braucht immer wieder Trickennummer. Naja, weiß ich im Moment nicht, wie wir das machen können, ehrlich gesagt. Naja, dann frage ich nochmal bei meinem Kollegen. Danke, danke, einen schönen Tag noch. Dann. Ja, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Marie Steiner, Firma Elementum. Spreche ich mit Herrn Steiner? Ja. Ich rufe Sie bezüglich Retouren aktiv an. Sie bestätigen diese Bestellung. Was ist das? Das sind die Kapseln für Potenzstärkung, Herr Steiner. Ach so, ja. Sagen Sie bitte, Sie bestellen das Mittel zum ersten Mal bei uns oder haben Sie das schon mal bestellt? Nö, zum ersten Mal. Aha, haben Sie schon irgendwelche Informationen zu dem Produkt auf unserer Webseite durchgelesen? Oder vielleicht jemand dazu empfohlen hat, das Mittel anzuwenden? Nee. Dann, Herr Steiner, ich erkläre kurz, wie verläuft die Verwendung, ja, und was das bringt. Also. Erythron, das ist ein therapeutisches Mittel, das Präparat basiert sich auf der pflanzlichen Basis. Also die Wirkstoffe sind die Extrakte, die Aphrodisiake und die Mineralien. Das Mittel wirkt ungefährlich für das Herz oder für das Nierensystem. Die Therapie erfolgt durch die Erhöhung von Testosteronspiegel. Das Mittel bessert die Durchblutung im kleinen Beckenorgan, macht die Gefäße elastischer. Somit das stärkt und unterstützt die erektile Funktion, verlängert die Ausdauer beim Geschlechtsverkehr, stärkt auch die Erektionen, Herr Steiner. Das Mittel wirkt auf dem Prinzip der Akkumulation, das heißt, Sie verwenden die Kapseln regelmäßig die bestimmte Periode ein, dann das Ergebnis bleibt auch bei Ihnen. Sie machen eine Pause, zum Beispiel nach einem Monat der Verwendung können die Ergebnisse bis zu etwa 8-10 Monate bei Ihnen bleiben. Die Dosis, also sind 3 Kapseln täglich, etwa 20-30 Minuten nach dem Essen. 2 Kapseln empfehlen wir am Nachmittag einzunehmen und 1 Kapsel am Abend, Herr Steiner. Die Dose wird für Sie enthalten, die 30 Kapseln, also das wird für 10 Tage erstmal reichen. Für kurzmäßige Anwendung gibt es bei uns 3 Basisprogramme, also das ist ein Programm für 30 Tage. Die 3 Packungen für einen Monat, das wird 116 Euro sein. Eine Kur für 50 Tage. Sie bekommen dann 2 Packungen von uns kostenfrei, Preis dafür ist 152 Euro. Und das Maximale ist schon für 2,5 Monate berechnet. Die 7 Packungen kosten 175 Euro, Herr Steiner. Was meinen Sie, was könnte für Sie besser sein? Das große Paket. Dann sagen Sie mir bitte Ihre Adresse für die Zustellung. Beginnen Sie mit der Postleitzahl, wenn möglich. 12055. Es ist in Berlin. Und Ihre Straße heißt? Braunschweiger Straße. Braunschweiger Straße. Die Hausnummer ist? Die 77. 77. Herr Steiner, steht Ihr Name auf dem Briefkasten da? Ja. Die Lieferung erfolgt bei uns per UPS-Kurierdienst in Deutschland. Was die Bezahlung anbetrifft, Sie können entweder mit Überweisung oder per PayPal bezahlen im Voraus oder per Nachname. Was ist für Sie besser? Dann nehme ich den per Nachname. Dann, Herr Steiner, Ihre Bestellung wird Erythron aktiv, die 7 Packungen, der Preis der für 175 Euro Bezahlung per Nachname. Ist alles korrekt? Dann, ich bedanke für Ihre Bestellung und wünsche Ihnen gute Ergebnisse. Falls Sie Fragen haben, werden Sie können per diese Nummer bei uns mehr melden. Ich wünsche auch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss. Guten Tag. Sehr geehrter Kunde, Ihre Bestellung wird von unserer Logistik bearbeitet. Erwarten Sie einen Nachricht vom Kurier. Danke. Guten Tag, mit wem spreche ich denn da bitte? Hallo, Herr Steiner. Ja, Sie sind sehr leise. Wie bitte? Jetzt geht's.
Ja, Herr Steiner, schönen guten Tag. Mein Name ist Marco Hoffmann. Ich bin von der Handelsplattform, für die Sie sich gerade interessiert haben. In welche denn? Wie heißen die? Certa Invest. Die habe ich hier nicht offen. Ich habe hier Investiere X. Ja, hallo. Hallo, spreche ich mit Herrn Knusprig? Nee, Knusprig. Mit wem spreche ich denn? Knusprig. Ja, genau. Sie haben sich gerade bei uns angemeldet. Sie wollten einen Investment- und Trading-Account eröffnen. Ja, und wer sind Sie? Mein Name ist Mia. Ich bin Ihr Account-Manager. So, Mia und weiter? Sander. S-A-N-D-E-R. Ich höre Sie ganz schlecht wegen der Verbindung. Hallo? Bitte? Sie haben sich gerade bei Bitcoin Trader angemeldet, ja? So heißt Ihre Firma, oder wie? Genau, das ist unsere Werbeplattform. Unsere Firma heißt Deez Capital. Also, wo ist denn da jetzt der Unterschied zwischen Firma und Werbeplattform? Da Bitcoin Trader, das ist so eine Plattform, also da kann man nicht direkt investieren. Ja, bei dem Unternehmen von uns kann man investieren, aber Bitcoin Trader ist einfach die Werbeplattform. Da, wo Sie von uns gelesen haben. Ach so. Ja, und nun? Ja, jetzt würde ich Ihnen gerne helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Kann man das nicht alleine? Kann man natürlich auch alleine machen, aber dann bekommen Sie nicht den Bonus, den Sie von dem Manager gutgeschrieben haben. Ach so, wieso das denn? Was, wieso das denn? Naja, wieso gibt es bei Ihnen einen Bonus, aber im Internet nicht? Ist doch normalerweise immer andersrum. Ja, das ist eben meine Arbeit, Kunden anzurufen und zu helfen, dann das Handelskonto zu aktivieren. Ach so. Also wir haben bei dem Mindestbetrag von 250 haben wir 75 Euro Bonus, von 500 haben wir 150 Euro Bonus und bei 1000 haben wir 300 Euro Bonus. Und gibt's da nicht ein bisschen mehr Bonus? Das ist ja ein bisschen wenig. Bisschen wenig, ja, wieso? Keiner schenkt Ihnen irgendwie hier im Internet Geld, ja? Das ist einfach nur als Unterstützung geben wir unseren Kunden. Nee, das ist ja nicht wirklich geschenktes Geld. Also schauen Sie, Sie machen zum Beispiel eine Einzahlung von... Das wollte ich ja auch nicht. Ich wollte aber einen größeren Bonus. Ein bisschen größeren Bonus, ja. Tut mir leid. Es ist ja nicht geschenktes Geld, ja. Sie zahlen zum Beispiel 250 ein und diese 75 Euro, die bekommen Sie von uns. Sie können sie einsetzen, Sie können auch diesen Profit von den 75 auszahlen, aber die 75 an sich, die gehören ja uns, die können Sie nicht auszahlen. Ach so. Ja, aber andere bieten ja 100% Bonus an. 100% Bonus, wer hat Ihnen denn sowas versprochen? Das habe ich auch schon öfters gehört und gelesen. Alles klar, nee. 100% Bonus bieten wir nicht an. Ach so. Zu schade. Okay. Ich höre Sie nicht mehr. Hören Sie mich? Jetzt höre ich Sie wieder, ja. Sind Sie interessiert, einen Trading- und Investment-Account bei uns zu eröffnen? Jo, weiß ich nicht. Wollen Sie nicht ein bisschen was über sich erzählen, wenn Sie jetzt schon dran sind? Dann brauche ich nicht so viel lesen. Ein bisschen erzählen über die Handelsplattform? Oder jo, über mich? Na, über Ihr Unternehmen. Über unser Unternehmen. Okay, unser Unternehmen ist schon 8 Jahre bei der Börse. Wir haben professionelle Finanzexperten, die unseren Kunden dann beim Geldverdienen helfen, die für unsere Kunden einen Handelsplan erstellen. Und wir haben auch das automatisierte Bot-System, von dem Sie wahrscheinlich schon gelesen haben. Ja, das stand da, ja. Ja. Was macht das Bot-System? Es kauft und verkauft Produkte. Also es investiert in Produkte von selber, das automatisch die Entscheidung und verkauft sie im richtigen Zeitpunkt. Ach so, aber ich dachte, das ist an der Börse. Aber jetzt, wenn Sie Produkte verkaufen, dann ist ja eBay und so. Natürlich ist es bei der Börse. Mit Produkten meine ich Kryptowährungen, Rohstoffe, Aktien. Ach so. Haben Sie noch irgendwelche Fragen an mich? Ich höre Sie sehr schlecht. Jetzt okay, jetzt besser? Nee, die Verbindung, die bricht gerade irgendwie ab. Hören Sie mich jetzt besser? Ja, jetzt ist wieder ein bisschen besser. Wie heißen Sie denn? Das steht doch im System, oder nicht? Okay, und woher kommen Sie? Was spielt das jetzt für eine Rolle? Ist einfach nur eine Frage aus Interesse, mein Interesse. Aus Interesse? Aha. Ja, bitteschön. Ja, guten Tag, Herr Steiner. Die Natalia Krupp spricht am Apparat. Und Sie haben Interesse geäußert, auf dem Finanzmarkt Geld zu verdienen, ja? Aha.
Sie wollten Handeln anfangen mit Kryptowährungen. Ist das immer noch aktuell? Nun haben Sie dann die Geschichte abgekommen? Also Sie sind registriert, ja? Mhm. Vor ein paar Monaten, genau. Und ich habe Ihre Portfolio jetzt bekommen, ja, wegen dieser Grund melde ich mich bei Ihnen und ich werde Ihnen alles Schritt für Schritt erklären. Okay. Erstmal, Herr Stanner, haben Sie in dieser Richtung schon Erfahrung oder das ist neu für Sie? Nee, das ist ganz neu. Das ist ganz neu, okay. Eigentlich, das ist gar kein Problem, ja, dass Sie in dieser Richtung gar keine Erfahrung haben. Weil Sie selbst gar nicht erledigen, ja, im Anfang, natürlich. Aber wenn Sie weiterentwickeln möchten und mehr Kenntnisse sammeln möchten, ja, in dieser Richtung, Sie bekommen von unserer Seite Videoseminare und E-Books. Und wenn Sie Zeit hätten, Lust hätten, Sie können das sehr gerne nutzen. Aber müssen Sie nicht, ja? Sie sind nicht verpflichtet. Verstehen Sie das? Genau. Sie bekommen von unserer Seite auch jeden Fall hochmathematisch ausgebildete Experten, ja, hoch angefragt mit der Gewinnerquote 96%. Ihre Experten macht alles für Sie. Was sind hochmathematisch ausgebildete Experten? Ja, also die haben 10-jährige Erfahrungen, okay? Und die wissen die richtige Zeit auf dem Finanzmarkt, ja? Wann können sie investieren? Wie viel und so weiter und so fort, okay? Mhm. Aber natürlich, Sie können auch Ihre Handelskonto Schritt für Schritt aufbauen, ja? Mit Starteinsatz. Und Starteinsatz ist 250 Euro, damit Sie recht kriegen fürs Handeln. Sie bekommen Ihre Zugangsdaten, wo Sie jederzeit einloggen können, ja? Und Ihre Handelskonto kontrollieren. Und in Zukunft natürlich Ihre Profite auch. Verstehen Sie das? Oder nicht? Also, verstehen Sie das oder nicht? Nee. Ja, bitte. Wie kann ich denn behilflich sein? Ja, bitteschön. Es liegt eine Nachricht für Sie vor. Guten Tag. Ihre Bestellung ist versandbereit, wird mit der UPS-Kurierdienst geliefert. Ihre Sendungsnummer 1Z71984Y7991414139. Telefonnummer 49.303.080.66689. Website www.ups.com. Dies war eine Nachricht von NEOELEMENT, gesendet am 13. Juli 2022 um 19.19 Uhr. Ja. Ja. Hallo. Ich spreche mit Jakob. Ja. Ich grüße Sie bitte. Hier ist Lili Franke von der Handelsplattform. Sie sind, wie bitte? Von welcher denn? Es ist bitte Uniglobal. Es ist, Sie sind gestern bei uns registriert, ja? Bananen mag ich gerne. Was meinen Sie? Weiß ich nicht. Was meinen Sie? Ich möchte gar nichts. Ich mache meinen Job. Sie sind registriert bei uns, deswegen habe ich angerufen. Ja, was möchten Sie da? Ich möchte gar nichts, wenn Sie Ihre Konto aktivieren. Warum rufen Sie denn an, wenn Sie nichts möchten? Ihnen dabei zu helfen, Ihre Konto zu aktivieren. Von Ihrer Seite persönlich, ich möchte gar nichts. Und doch, Sie möchten ja das Konto aktivieren, sonst würden Sie ja nicht anrufen. Wissen Sie überhaupt, um was das geht? Nee. Ja, dann wieder hören. Und hast du als Stock verwechselt, weil den hast du voll ins Auge gekriegt. Weil deine minderbemittelte Art ist ja nicht anders zu erkennen. Ja. Kleine Bastard, rede. Ja, ja. Die kleine Christina. Ich bin dein Vater. Ja, hier ist die kleine Christina. Du bist
Kopf kaputt, Mann. Bananenbrot, Bananenbrot, da sind die Betrüger alle tot. Ich schwöre es Ihnen, dass Sie Kopf kaputt sind, weil das, was Sie machen, macht nur ein Psychopath. Guten Doktor. Banane! Willst du eine Banane essen? Banane, Banane, Banane! Hallo, warum reden Sie so wie ein kleiner Hund, Mann? Gehen Sie von der Küche. Geh bei Ihrem Computer jetzt, du Kleiner. Geh bei Ihrem Computer jetzt, mein Engel. Sie werden das Konto jetzt aktivieren. Hallo. Kleiner Bastard. Was hast du, mein Freund, was hast du? Abend. Hallo. Betrüger. Ja, guten Abend, ja. Ja, wir sind Betrüger, okay. Zahlst du das Kapital 250 Euro und bekommst du nicht mehr. Ja. Wie wolltest du einzahlen? Kreditkarte oder Banküberweisung? Ja. Wie? Ja, ein ja, wo, wie? Widerlicher Betrüger. Wer sagt Ihnen, dass wir Betrüger sind? Sagen Sie mir einen Grund und dann akzeptiere ich Ihnen das. Na, die Beleidigungen, die ja durchs Telefon rotzt. Die Beleidigungen? Okay, wegen Beleidigungen, vielleicht manchmal sind wir auch ein bisschen sauber. Und nee, ihr seid einfach ein bisschen dumm, weil ihr seid Betrüger. Okay, also das ist Ihre Meinung auf jeden Fall, aber Sie sind bei uns... Nee, das ist Wissen. Du bist kriminell, sogar du höchstpersönlich machst dich gerade strafbar. Du bist ein bandenmäßiger Betrüger. Okay, das ist Ihre Meinung auf jeden Fall. Nein, das hat nichts mit Meinung zu tun, das ist Ja, das Wissen. Hat mit Meinung zu tun. Wir Nein, können ja auch das hat bei nichts den mit sagen. Meinung zu tun. Das hat mit Wissen zu tun. Und also, ich kann ja auch nichts mal. Dafür, dass dein kleines Gehirn das nicht anders verarbeitet bekommt. Aber du bist ein Betrüger. Du bist ein krimineller Mensch. Wenn man bei dir Geld einzahlt, wird das Geld einfach nur von deinem Chef geklaut. Und mehr passiert da nicht. Es gibt ein Demokonto, wo mir dann vorgegaukelt wird, dass ich da 250 Euro eingezahlt habe. Und das Geld ist gar nicht mehr auf meinem Konto. Am besten habt ihr das Geld bis dahin dann schon aus dem Krypto geschafft und euch aus dem Staub gemacht. Ja, aber lass mich doch das erklären, bitte. Na, aber ich kann doch gar nicht mit meinem richtig Deutsch. Also was willst du da erklären, wenn du nicht mal richtig Deutsch kannst? Ja. Kein Problem. Also Sie haben schlechte Erfahrung in Ihrem Leben. Jeder hat eine schlechte Erfahrung mit Online. Nee, ich bin einfach nicht blöd und ich telefoniere einfach jeden Tag mit euch. Und dann stelle ich euch ins Internet und veröffentliche eure Firma. Möchtest du nochmal euren Firmennamen ganz laut sagen? Kein Problem. Mein Name ist Matthias Novak. Kann ich das... Ja, genau. Matthias Novak. Das glaubt dir nicht mal deine Mutter. So. Und wie heißt jetzt der Firmenname? Okay, fick deine Schwester dann. Mein Kollege hat Stress gehabt. Das kannst du gerne machen. Du kannst ja mit deiner toten Mutter... Mein Kollege hat Stress gehabt. Sagst du bei YouTuber, ich fick eure Mutter. Das war's jetzt. Sag mal noch deinen Firmennamen für YouTube. Firmenname? Ja. Gang, 5x7. Gang. Ach ja, genau. Ja, fick deine Mutter. Okay, deine gut. Mutter, oder? Alles klar. Ja? Hallo, Gustav? Das ist mein Vorname. Gustav Kott? Ja. Das ist Toni am Apparat von Bitcoin System. Sie haben und bei uns Ihr registriert. Voller Name? Bitte? Und Ihr voller Name? Toni. Na, Toni ist ja nicht Ihr voller Name. Mein Name ist Toni Gustav. Toni Gustav heißen Sie. Toni von Bitcoin System und Investidex. Ja, haben Sie auch einen Nachnamen? Das ist Martin. Toni Martin. Ja, das ist richtig. Das glauben Ihnen Leute. Bitte? Das glaubt Ihnen irgendjemand. Sprechen Sie Englisch? Mein Deutsch ist schlecht. Ja, das merke ich schon. Sprechen Sie Englisch? Nö. Okay, einen Moment. Meine Kollegen sprechen Deutsch sehr gut, okay? Aha. Mein Deutsch ist schlecht. Tut mir leid, Gustav. Ja, aber dann frage ich mich, warum Sie anrufen. Einen Moment. Schönen guten Tag, hallo. Spreche ich mit der Kurt? Ja. Und wen habe ich da jetzt? Hallo. Felix, Herr Finanz. So, ich verstehe das, Sie ein Handelskonto bei uns eröffnet haben von der Wie Kollegin von der Felix Toni. Felix Finanz? Felix von Finanzabteilung. Ja, und der Nachname? Heinrich Anton Eder Nordpol. Aha. So. Das glaubt Ihnen ich. Oder? Das glaubt Ihnen jemand. So, Sie haben heute ein Handelskonto eröffnet. Ja? Ich bin ja genauso kein Deutsch wie der Typ davor.
Möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Haben Sie Fragen? Nö, nicht bei so einer komischen Firma, wo nicht mal irgendein deutscher Mitarbeiter sitzt. Okay, schönen Tag. Ja, Ihnen nicht. Ja. Hallo, schönen guten Tag, können Sie mich hören? Ja. Wunderschön, mein Name ist John. Ich bin der Account Manager. Ich rufe Sie von Capital Investment Gesellschaft. John, und weiter? Wir sind ein Wir sind eine Handelsfirma, nee, wir helfen weiter? Menschen auf Finanzmarkt. John Corbett. Aha. Und von welcher Firma aus rufen Sie genau an? Von Honest Capital. Aha. Und was ist jetzt ein Account Manager? Ein Account Manager ist einfach wie ein Support sozusagen. Wie ein also Callcenter-Mitarbeiter. Also meine Aufgabe ist, Ihnen alles zu erklären, alle Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Einstieg zu erleichtern. Was denn für Fragen und was denn für ein Einstieg? So, es geht um Ihr Interesse an Online-Handeln. Also wie ich schon verstanden habe, Sie möchten Geld an der Börse verdienen. Handeln an der Börse. So, und falls Sie irgendwelche Fragen haben, also ich soll eigentlich Ihnen erklären, wie das alles funktioniert. Was sollen Sie denn genau erklären? Einfach. Ich möchte Ihnen erklären, ja, wie das funktioniert, wie können Sie das Geld verdienen, was ist heutzutage an der Börse aktuell, wohin kann man Geld investieren, um Geld zu verdienen. Na, dann erklären Sie mal. Gerne. Also schauen Sie mal. Bei uns haben Sie eine ausgezeichnete Möglichkeit, mit verschiedenen Vermögenswerten zu arbeiten, wie Kryptowährung, Energiequellen, Rohstoffe, einfache Währungszahlen, Aktien und so weiter. Sie, kurz zu sagen, Sie kaufen irgendwelche Aktien, die ja nicht so viel kosten, und dann verkaufen die Aktien, wenn die Aktien den Preis steigern. Und davon verdienen sie ein ziemlich gutes Geld. Entschuldigung. So. Und sagen Sie mir bitte, hatten Sie schon mal Erfahrung mit Investitionen gehabt oder wird das Ihre erste Investition überhaupt sein? Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Das macht nichts. Meistens fast alle unsere Kunden sind Neulinge. Aber trotzdem, die verdienen ein ziemlich gutes Geld, weil wir bieten ihnen einen kostenlosen Personalbroker an. Er wird sie betreuen, wird ihnen erklären, was an der Markt, was ist aktuell an der Börse. Und er wird ihnen beraten, welche Aktien ist es besser zu verkaufen, wohin ist es besser Geld zu investieren. Und ja, sie werden zusammen mit ihnen Geld verdienen. Aha. Auch wir haben auch einen Roboter, das ist ein automatisches Programm. Und ja, mit Hilfe von diesem Roboter können Sie ja handeln, auch wenn Sie schlafen oder im Sessel sitzen, weil dieser Roboter, er handelt ohne Sie. Also Sie brauchen nur die Handelsposition einzustellen, das braucht etwa 5 oder 10 Minuten, und dann handelt dieser Roboter dann schon ohne Sie und Sie würden davon Geld verdienen. Wir haben auch verschiedene Handelsinstrumente, die Ihnen helfen können und so weiter. Und heutzutage ist es, ja, natürlich. Und wie viel kann man da verdienen? Entschuldigung, noch einmal. Na, wie viel man da verdienen kann? Ich würde Sie antworten. Also ungefähr, das hängt auch davon, wie viel Sie investieren würden. Aber so, wir bieten außerdem eine tägliche Rendite von 10-25% von dem Mindestbetrag. Also dieses Geld, das Ihr Startkapital, es steht Ihnen vollständig zur Verfügung und arbeitet für Sie. Und die Rendite sind ja von 10 oder ich muss 10 mal auflegen. Bis 25%. Kein Moment. Hallo. Gabi Winter am Telefon. Gabi? Ja. Ja, hallo, schönen guten Tag. Hören Sie mich? Ja. Ja. Alexander Essig ist mein Name. Ich rufe Sie an wegen Ihrer Anmeldung für Online-Handel, für Online-Trading. Aha. Sie haben da Interesse gezeigt. Bin ich da richtig? Ja. Okay. Also, sagen Sie mir bitte, haben Sie denn schon Erfahrung gehabt mit Handeln, mit Online-Handel oder mit Investitionen online? Warum möchten Sie denn das wissen? Ja, weil Sie sich ja angemeldet haben dafür und weil Sie Interesse gezeigt haben. Ich wusste ja nicht, dass da einer anruft. Ja, wie meinen Sie, wenn Sie irgendwo Ihre Telefonnummer hinterlassen, denken Sie, das ist einfach nur so, oder denken Sie vielleicht, dass da vielleicht auch jemand mal anruft? Ja, ich bin ein bisschen verwirrt über Ihren Anruf, weil das macht ja sonst keiner.
Wie meinen Sie, macht sonst keiner? Wenn ich mich bei Amazon anmelde, muss ich auch meine Telefonnummer angeben und da ruft nicht sofort jemand an. Aha, okay, ja. Sagen Sie mir bitte die E-Mail-Adresse, die Sie hier angegeben haben, ist das Ihre E-Mail-Adresse? Na, wessen sonst? Ja, diese DEINEMUTTER@mdccfun.de ist das Ihre E-Mail-Adresse? Ja. Das ist Ihre E-Mail-Adresse. Sie sind sicher, dass Ihre E-Mail-Adresse DEINEMUTTER ist? Aha, okay. Ja, dann kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, ne? Wiederhören. Okay, prima. Hallo? Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Andreas Kot? Ja, mit dem Herrn Kot. Ja, Eva Castillo, ich habe Telefon. Ich meine mich von der Finanzbörse. Von welcher denn? Also es geht um Onlinehandel. Ja, aber von welcher Finanzbörse rufen Sie denn an? Onlinehandelsfinanzbörse. Also Sie rufen von der Online-Finanzbörse an, die heißt Onlinehandelsfinanzbörse. Ja. Aha, ist ja sehr seriös. Ja. Und? Noch was für eine Frage. Ja, machen Sie da mal weiter. Sehr interessant. Was ist interessant? Na Sie? Was ist interessant? Na Sie? Was? Sie! Ich bin interessant? Okay. Möchten Sie Kinder aber, haben? Sie sind nicht interessant. Sehr uninteressant für mich, ja. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Dennis Müller hier. Ganz gut. Wen möchten Sie denn sprechen? Sich bei uns registriert haben, bei der Deutschen. Na, wen möchten Sie denn genau sprechen? Guten Tag, hier ist Hopfen und Mais verloren. Ja, hallo, schönen guten Tag. Nicole Müller ist mein Name. Ich melde mich von der DVG. Herr Drüger, es geht um Folgendes. Sie sind zu uns weitergeleitet worden in eine Entschädigungsrunde. Okay. Die läuft jetzt bei der Euromillion für 3 Monate. Für September, Oktober, November. Was sind für eine Entschädigungsrunde? Eine Entschädigungsrunde bei der Euromillion. Und ich soll mich heute melden, um Ihnen das mitzuteilen. Aha. Meine Frage ist, möchten Sie nach diesen 3 Monaten auch weiterhin bei uns mitspielen oder die Teilnahme dann ordnungsgemäß beenden, damit ich Ihre Daten auf die Sperrliste setzen kann? Was denn für eine Sperrliste? Auf die Sperrliste, damit Sie auch weiterhin nicht mehr kontaktiert werden. Aha. Und wie soll das funktionieren? Meine Frage ist, wenn Sie auch weiterhin mitspielen oder das Ganze beenden möchten, was soll ich mir denn da notieren? Ach so, also soll ich Ihre Fragen beantworten, aber wenn ich Fragen habe, kriege ich keine Antwort. Doch, Sie bekommen eine Antwort. Aha. Nein, natürlich nicht. Was heißt, Sie haben ja irgendwo mal Ihre Daten eingegeben. Ja. Und wie wollen Sie das sperren? Weitergeleitet worden. Wie ich das sperren werde. Ich werde Ihre Daten aus dem Computer rausnehmen, Herr Drüger. Und wie können Sie auf die Computer von anderen Firmen zugreifen? Weil Sie zu uns weitergeleitet worden sind, Herr Drüger. Also können Sie deswegen nur, weil ich zu Ihnen weitergeleitet wurde, bin auf fremde Rechner zugreifen, um da meine Daten zu löschen? Ich werde an keine fremden Computer haben Sie doch gerade erklärt. Herr Drüger. Nein, Ihre Daten sind zu uns weitergeleitet worden. Ja, also können Ihre ja auch Daten nur Sie hier den bei Datensatz uns löschen, aber andere. Guten Tag. Hallo. Hallo, Herr Zoberfisch, hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich. Okay, super, super schön. Lisa Ritz am Apparat, ich begrüße Sie. Ich rufe Sie von Express Trade. Wie geht's Ihnen? Ganz gut. Ganz gut, okay, das freut mich. Also, Herr Zoberfisch, Sie haben bei uns ein Handelskonto, aber leider noch nicht aktiviert. Ich bin Ihre Kontobetreuerin, deswegen rufe ich Sie jetzt an. Und jetzt? Sie sagen ja gar nichts mehr. Haben wir mit Ihnen gesprochen oder nicht? Wie meinen Sie das? Ich meine gar nichts eigentlich. Haben wir mit Ihnen gesprochen oder nicht? Das ist ganz klar eigentlich. Nö, eigentlich weiß ich jetzt nicht, was Sie meinen. Herr Zauberwich, Zauberfee. Zuerst, warum
wollen Sie mich hier verarschen? Was? Wie soll das? Sie rufen an, um mich zu verarschen? Hallo? Jetzt ist Ihr Sprechgerät abgeschaltet. Ich kann Sie nicht verstehen. Die Kommunikation ist unterbrochen. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja. Hören Sie mich? Ja, ganz schlecht. Spreche ich mit der Zauberte? Ja. Ich bin Jonas Hoffmann von Globaler Finanzmarkt. Sie haben sich bei uns erfolgreich registriert und Interesse an Trading gezeigt, richtig? Aber ich kann Sie kaum verstehen, da singen Leute im Hintergrund ganz laut. Also das sind meine Kollegen. Moment, ja bitte, Moment. Ja, die sollen mal ihre Schnauze da halten, das versteht man ja nichts. Herr Zauberte? Ja. Hören Sie mich? Ja, aber der Hintergrund ist sehr laut. Ja, also das ist große Börse und meine Kollegen sind da mitten am Gespräch, also tut mir leid. Hm. Aber Sie hören mich gut, ne? Hm. Also, Sie haben sich registriert und ich bin hier, ich bin Ihre Kundenberater, ich werde Sie helfen, damit wir zusammen Ihr Handelskonto aktivieren. Haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder ist das Ihr erstes Mal? Nee, das ist meine erste Mal. Erstes Mal, okay. Mhm. Also Sie haben bei uns zwei Optionen. Sie können entweder mit Automatiksystem handeln oder mit einem Finanzexpert. Welches ist für Sie besser? Weiß ich nicht. Welches ist denn da für mich besser? Wie bitte nochmal? Weiß ich doch nicht. Welches ist denn da besser? Also Sie können entweder mit Automatiksystem handeln oder mit einem Finanzexpert. Und wer ist da besser? Wie? Wer ist denn da besser? Also, Sie sind Anfänger. Ich würde Sie empfehlen, dass Sie mit einem Finanzexperte arbeiten, weil Finanzexperte bei uns haben über 10 Jahre Erfahrung und die werden Ihnen bei ganzen Prozess helfen, damit Sie keine Schwierigkeiten haben, ne? Ja, ja. Und haben Sie sich schon entschieden, mit welchem Betrag Sie anfangen möchten? Nee. Also, wir haben drei Beträge von Neukunden, 250 Euro, 500 Euro und 1000 Euro. Bei 500 Euro bekommen Sie von unserer Seite 150 Euro Bonusgeld und bei 1000 Euro bekommen Sie 300 Euro Bonusgeld. Was ist denn Bonusgeld? Also das heißt, Sie werden zum Beispiel, wenn Sie mit 500 anfangen, Sie werden auch 150 Euro Bonus bekommen. Also das ist wie Testgeld, ja? Sie können auch am Anfang mit Ihrem Bonusgeld handeln. Das kriege ich dann geschenkt, oder was? Ja, das ist für Neukunden. Okay, warum so viel? Moment bitte. Deutsche Oberlitzstraße. Ja, Russisch verstehe ich nicht. Ja, hallo, sorry. Ja, was denn? Ja, ich verstehe bloß, dass das komplett ein Fake-Name ist und alles. Ich muss trotzdem, das ist so für das System wichtig, dass ich trotzdem anrufe, ja. Ich verstehe, so. Sie möchten vielleicht irgendwen anlügen und ich erkenne auch sogar Ihre Stimme. Vielleicht denkst du, oder wen auch immer Sie kennen, einen schönen Gruß ausrichten. Sagen Sie Marco, Carlos, wir können grüßen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis nächstes Mal bitte einen besseren Namen ausdenken, ja? Ja, na klar. Auf Wiedersehen, ciao, ciao. Tschüss. Ja, guten Tag. Hallo. Ja, hallo. Mit wem spreche ich denn? Mit dem, den Sie angerufen haben. Sie sind sehr spitzig. Finde ich auch. Okay, das ist sehr lustig bei Ihnen. Ich habe deinen YouTube-Kanal gesehen. Du hast überhaupt kein Witzenmäßigkeit. Ja? Genau. Du verstehst keinen Humor. Nee. Ja, natürlich. Also, ich wollte mal sagen, du bist einfach ein Arschloch. Danke. Und verpiss dich einfach. Nee, ich mach weiter. Tschüss. Bis später. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit der Stickense? Stinkense. Stickense. Ja. Ja. Es tut mir leid. Mein Name ist Thomas Becker von der Deutschen Group und ich verstehe, dass Sie haben angemeldet bei uns. Ist das richtig? Wissen Sie nicht, ob das richtig ist? Nochmal bitte? Sie wissen selber nicht, ob das richtig ist. Okay. Ich rufe Sie an, um Ihr Konto zu aktivieren.
Mhm. Und da muss ich Ihnen kurz ein paar Fragen stellen vor der Verifizierung. Mhm. Ist das in Ordnung? Zwei, drei Fragen, das alles. Mhm. Na dann. Wie alt sind Sie? 28. Ich bin gerade erst jünger geworden. Ah, so. Und was machen Sie beruflich? Beruflich? Ja. Oh, das wollen Sie nicht wissen. Nochmal? Das wollen Sie nicht wissen. Alles klar. Und haben Sie schon Erfahrung mit Kryptowährungen? Nee. Und mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Weiß ich nicht. Was muss man denn? Wie viel? Was muss man denn? Einen wunderschönen guten Tag. Ja, hey, ich habe doch gesagt, such dir einen besseren Namen aus und nicht guter Stinkezähne. Was soll das? Ja, funktioniert doch. Ruf doch an. Ja, nein, ich rufe an. Ich habe extra angerufen, um dir zu sagen, bitte such dir doch einen geileren Namen aus. Nimm doch keine Ahnung, keine Ahnung so. Na, wir haben zum Beispiel noch in der Liste Homer XOL oder Felix Blitzekacke. Oder ne, Blitzekacke ist schon ein bisschen. Aber Homer, ja. Homer's XOL. Das könnte man nehmen. Da würde ich auch nochmal anrufen und sagen, das ist schon nice. Aber das muss irgendwas so Unanbares sein, weißt du? Also, wo man anruft und nicht direkt. Und nicht direkt. Gerold Steiner hatten wir auch schon, aber ist ja langweilig. Gerold Steiner zum Beispiel. Das mögen die nicht, ja. Aber Gerold Steiner kennt ja halt so gut keiner. Ja, aber was das Lustige ist, wenn die Betrüger alle anrufen, die meisten können ja gar kein Deutsch. Und also, die lesen ja nur ab. Und die lehnen dann immer so richtig schön den Namen vor. Wenn du da so Schwingtitte im Video hast, da liegen die Leute am Boden. Ja, und das, ich verstehe das, aber zum Beispiel, ich bin eher der Fan so von so Low-Key-Fake-Namen. So. Also so, man merkt, also wenn man Ahnung davon hat, so, man merkt, dass es ein Fake-Name ist, so, aber nur, wenn man Ahnung davon hat. Ansonsten so, keine Ahnung, so zum Beispiel. Was geil war, der Marco, also Isaacs hatte mal Herr. Also man ruft dann an und sagt Herr. Na, aber der Herr ist ja eigentlich von wem anders. Das ist ja auch vom Callcenter von. Ah, okay, keine Ahnung. Hat Marco gesagt, hat der Marco gesetzt. Ah, okay, das wusste ich ja nicht. Aber das fand ich gut zum Beispiel. Das fand ich gut. Dann fand ich auch noch einen gut, und zwar, das war, glaube ich, irgendwas mit kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber das war irgendwas auch sehr Nices. So, das Ding ist halt, ich arbeite jetzt hier auch und die fallen da halt nicht mehr drauf rein, ja? Ja, also, das ist doch nicht schlimm. Was heißt, die fallen nicht mehr drauf rein, so? Ich fall nicht drauf rein und sag halt so, ey, ist halt offensichtlich. Und, aber es ist trotzdem lustig. Es ist trotzdem lustig und ich weiß auch, was ihr macht, also, jetzt no joke, jetzt wirklich. Ich höre mir das regelmäßig an. Wirklich jetzt. Also zumindest von Isaac, von Marco. Ja, das ist cool. Das höre ich mir regelmäßig an. Und das eine Mal habe ich zum Beispiel frei gehabt und lief so im Bett und sehe so Markus online. Ich gehe rein und das Erste, was ich höre, ist einfach eine Stimme. Und das ist einfach mein Kollege, mit dem ich zusammenarbeite einfach. Ich feiere das schon und ihr habt schon recht, aber so, ja. Na gut. Okay. Ich denke, ich wünsche Ihnen alles Gute. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Bis später. Bis später. Schönen guten Tag. Hallo, grüße Sie. Ja, Lukas ist mein Name. Also, rede ich mit Herrn Stinkesee? Stinkesee, richtig. Stinkesee. Okay, also ich rufe Sie an von Express Trade, Online-Handel-Plattform. Also, Sie hatten Interesse mit Online-Handeln, oder? Nö, eigentlich nicht. Ich wollte mich eigentlich nur mal ein bisschen unterhalten. Wie nochmal? Ich wollte mich eigentlich nur ein bisschen unterhalten. Unterhalten? Was meinen Sie? Na, wie viel Umsatz ihr da so macht, ob sich das lohnt und wo man sich da bewerben kann. Können Sie... Ihr scheint ja da ganz gut zu verdienen. Das, da kann man ja mal eine Bewerbung reinreichen und mitmachen. Ist ja schlau. Den Leuten da was vom Pferd zu erzählen und dann einfach mit der Kohle abzuhauen. So eine geile Idee. Ja, hallo? Guten Tag. Ja, guten Tag. Das ist Lerner Krüger, Account Manager von ActiveKit. Und Herr Peter, glaube ich. Okay. Sind Sie an Online-Trading interessiert? Nö, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Naja, so meine ich auch. Weil sie ihren Namen als Peter Zauberfee eingegeben haben. Ja. Okay. Aber funktioniert also, trotzdem. Ruft immer wieder einer an. Entschuldigung? Ich sage, es funktioniert. Also eure Leitung ist furchtbar. Ist immer euer Callcenter. Ihr habt eine ganz, ganz viel Leitung. Ihr müsst mal euren Router neu starten. Ah, naja, vielleicht. Das ist eine neue IP-Linie. Also, Herr Peter, kann ich Ihnen helfen? Etwas, ja, nicht mit Audioqualität. Ist. Da brauchen wir eine bessere Audioqualität. Da müssen wir mal den Router neu starten. Das ist immer nur bei eurem Callcenter. Und aber auch nur heute. Gestern war das noch besser. Etwas noch? Nee, weiter nix. Okay. Schönen Tag dann. Tschüss. Jo, tüdelü. Guten Tag. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Puffelhen. Ja. Sehr gerne, mein Name ist Sarah Mayer. Ich rufe Sie vom Globo Financial Marketing Team an. Ja, aber Ihre Verbindung ist ganz schlecht. Hören Sie mich ganz schlecht? Vielleicht ja. Kann ich ein bisschen lauter sprechen. Ist es besser? Nee, die Verbindung ist kaputt. Okay, super. Also ich rufe Sie vom Globo Financial Marketing Team an. Aber ich verstehe Sie kaum. Die Verbindung ist ganz schlecht. Ja, ich rufe Sie vom Globo Financial Marketing Team an. Sie haben sich bei uns angemeldet, um einen Trading- und Investment-Account zu eröffnen. Ja, das war vor 2 Stunden. So, deswegen rufe ich Sie an. Ja, ich bin Ihre Account-Managerin und ich würde Ihnen gerne mehr Informationen geben. Aber ich habe kein Wort verstanden. Es geht um Trading-Account, Trading, Investment. Ja, aber dann müssen Sie mal irgendwie nochmal anrufen, weil, wie gesagt, die Leitung ist im Arsch. Die Verbindung ist schlecht oder wann kann ich Sie anrufen? Genau, die Verbindung ist ganz schlecht. Ganz schlecht. Okay, vielleicht kann ich Sie per WhatsApp schreiben. Haben Sie WhatsApp unter diesem Nummer? Einfach nochmal anrufen und nochmal probieren. Okay, warten Sie kurz, einen Moment. Ja. Ja, hören Sie mich gut? Nee, also Ihre Verbindung vom Callcenter ist ganz furchtbar. Da ist irgendwas mit Ihrem Router nicht in Ordnung. Sie müssen Ihren Router einmal neu starten. Ja, entschuldigen Sie mich, aber die Verbindung ist schlecht. Nee, ja. Da müssen Sie nochmal anrufen, wenn Sie mal Ihr Internet neu gestartet haben. Guten Tag. Так. Ну, элементом штайном аппарат, что я имею в виду Петра Цобыты, говорит? Also, Sie sind so leise, man kann Sie gar nicht hören. Hören Sie mich jetzt besser, oder? Nee, das ist sehr leise, dabei Ihnen schlecht okay, eingestellt. Ich rufe gleich zurück. Moment, bitte. Ja, bitteschön. Ja, hallo. Können Sie mich hören? Nee. Bitte? Ganz schlecht. Ganz schlecht. Okay, ich versuche dann später wieder. Alles klar. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Spreche ich mit Herrn Knusprig, ja? Das spricht Knusprig, ist am Apparat. Okay, wie geht es Ihnen, Herr Knusprig? Ganz entzückend. Okay, gestern haben wir miteinander gesprochen. Was erinnern haben Sie das? Nee, worum ging es denn da? Also, wir haben über Online-Handel gesprochen. Aha. Wir haben Interesse gewusst am Finanzmarkt. Okay. Ja? Was haben wir denn gestern besprochen? Über dieses Thema haben wir gesprochen. Okay. Und da heute rufen Sie habe ich heute an. Habe ich ja. Ja. Heute habe ich angerufen, weil das was ist Ihre Entscheidung? Ich frage das natürlich. Aktivieren wir Handelskonto? Ja. Ja, bitte. Hallo, schönen Tag, Herr Schauke Bimmel. Philipp Meyer ist immer verraten. Schon Verstörung, was ist denn Werbung anruf wegen Bitcoin? Haben Sie Interesse daran? Nein. Von welcher Firma? EU Finance. Was ist denn das? Was macht man denn da? Das ist nur ein kleines Unternehmen. Ne? Also, wie vorhin gefragt, haben Sie Interesse darüber? Nein. Denke ich nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte wirklich nur Ihre Zeit verplempern. Okay, keine Sorge. Das war die Frage. Ich bedanke mich, Walter, ja? Ja, bis nächstes Mal. Ja, guten Tag. Hallo. Vielen Dank für die Störung, Herr Carsten. Wir haben uns schon mal telefoniert. Auf diese Frage, ist Ihr Name Brief? Ja. Also Ihr Vorname Brief und Ihr Familienname ist Carsten, richtig? Ja. Okay, weil vor kurzem wird die Bestellung jetzt, im Moment die Bestellung ist vorbereitet und jetzt im Moment wird es verschickt. Sie erhalten jetzt eine SMS mit Bestätigung, okay? Prima.
Gut, danke für die Erklärung. Vielen Dank für die Störung. Okay. Tschüss. Gut, tschüss. Guten Tag. Sergi Ritterkunde. Ihre Bestellung wird von unserer Logistik bearbeitet. Erwarten Sie eine Nachricht vom Kurier. Danke. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Peter Zauberer? Ja. Freut mich. Mein Name ist Sascha Tali, die Firma Chart Big Trade. Und ich hoffe, Sie bezüglich Ihrer Anmeldung mit Tesla Coin. Das haben Sie heute gemacht, stimmt das? Mhm. So, nach dieser Anmeldung habe ich automatisch ein Handelskonto bekommen. Schön. Und ich bin da, um Ihnen zu helfen, bis Ende dieses Konto zu aktivieren und dann Sie mit dem Berater zu verbinden. Okay. Okay? Auf los geht's los. Auf die Plätze, fertig, los. Was meinen Sie? Na, auf los geht's los. Hopp, hopp. Husch, husch. Okay. Sind Sie jetzt am Handy oder benutzen Sie einen Rechner? Advent, Advent. Mein Stiftlein brennt. Hallo? Dann sind Sie noch am Apparado? Sie waren gerade irgendwie nicht zu verstehen. So, jetzt kriege ich bei SMS ein gerades Link zu Ihrem Handelskonto. Ja. Stellen Sie mich bitte auf den Lautsprecher. Nee, ich mag nicht Leute auf einen Lautsprecher stellen. Dann sind Sie ja so laut. So, jetzt habe ich diesen SMS schon abgeschickt. Gucken Sie bitte mal. Ja, wohin soll ich gucken? Das ist ganz normale SMS-Nachricht, Herr Zauberer. Eine was? Eine SMS-Nachricht auf diese Telefonnummer. Ach so, haben Sie an meine Festnetznummer geschickt. Da muss ich mich doch erst einloggen im Login-Portal, um das zu sehen. Hallo? Junger Mann? Sind Sie noch dran? 1, 2, 3, Viereckstein. Alles muss versteckt sein. Keiner geht ran. Ruf doch mal an. Hallo? Ich höre Sie nicht mehr. Ganz schön schwierig. Warum sagen Sie nichts mehr? Sie sind so leise. Hier, dann lege ich jetzt auf. Wiedersehen. Ja, bitte. Grüß Gott, spreche ich mit Herrn Thomas Exwell? Hm. Okay, super, ich freue mich, dass ich Sie erreiche. Daniel Held am Apparat, ich begrüße Sie. Herr Exwell, also Sie haben Interesse heute an dem Kryptohandel gezeigt. Und Sie haben sich bei uns registriert. Herzlich willkommen bei uns. Haben Sie Fragen an mich, oder? Wann denn? Wie bitte? Wann habe ich mich denn registriert? Für den Kryptohandel. Also Sie Wann? Sind bei uns heute Morgen um 4 oder 5 Uhr Vormittag steht bei mir. 4 oder 5 Uhr Vormittag? Ja. Aha. Da hat die Firma die Daten aufgekauft. Da habe ich mich nicht angemeldet. Doch, Sie haben auch eine E-Mail-Adresse eingetragen, commerce.exwell@mdfufu.puppel. Aber ich glaube, diese E-Mail-Adresse existiert nicht. Ich habe vor ein paar Stunden versucht, Ihnen eine Nachricht per Mail zu senden, aber es hat absolut nicht funktioniert. Könnte daran liegen, dass ich um die Uhrzeit noch geschlafen habe. Keine Augenblick, ich werde mich nochmal in meinem System einloggen. Da steht, dass Sie vor 17 Stunden online waren. Also das heißt, Sie haben das Handelskonto also wann erstellt? Also um 6 oder 7 Uhr Nachmittag. Könnten Sie sich nicht daran erinnern, oder? Hallo? Ich bin eine Biene. Wie gesagt, also laut dem System haben Sie sich bei uns für den Kryptohandel registriert. Und Sie hatten Interesse in diesem Geschäft gezeigt. Hallo? Hallöchen. Ja, also, wann werden wir Ihr Handelskonto aktivieren, Herr Exwell? Ich denke gar nicht, weil ihr Kriminelle seid. Was heißt Kriminelle seid? Also, Sie haben sich selbst bei uns angemeldet, Sie haben selbst Ihre Daten eingetragen und jetzt behaupten Sie, dass wir Betrüger sind. Ja, du rufst doch illegal an. Sie haben freiwillig Ihre Daten eingetragen und ich werde Sie jetzt von unserem System entfernen. Viel Erfolg für Sie. Oh, schön. Guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Sauber für Peter. Hallo, hören Sie? Was möchten Sie denn? Sie haben gestern Bestellformular ausgeführt zum Produkt Eritron Active.
Stimmt das? Ja. Gut, gestern haben Sie einander nicht gehört. Mein Kollege hat Sie angerufen. So, jetzt besser. Passt denn? Passt. Haben Sie jetzt die Zeit? Kein Problem. Dann können wir Ihre Bestellung bestätigen, Herr Sauberfell. Mhm. Sagen Sie bitte, wie alt sind Sie? Ich? Ja. 29. 29. Sie sind jung. Erythron aktiv. Kapseln, das ist für die männliche Gesundheit. Welche Probleme möchten Sie lösen? Potenz stärken? Geschlechtsverkehrsverlängerung müssen Sie verlängern, Penisvergrößerung, was ist für Sie wichtig? Ja, von allem ein bisschen. Ein bisschen. So, haben Sie gelesen, das ist ein naturelles Mittel und wir empfehlen also kurmäßige Anwendung, in diesem Fall 3 Kapseln pro Tag einzunehmen. Sie können 2 Kapseln nach dem Mittagessen einnehmen, eine dazu nach dem Abendessen. Dieses Mittel ist ein innovatives Mittel, hilft viele Probleme mit männlicher Sexualität, erektiler Dysfunktion zu lösen. Dank der synergistischen Wirkung natürlicher Komponenten sorgt das Produkt für eine kräftige Durchblutung in den Schwellkörpern des Gliedes, was eine dauerhafte Erektion bringt, die Dauer des Geschlechtsverkehrs verlängert und die Empfindlichkeit beim Geschlechtsverkehr erhöht. So. Und bei der regelmäßigen Anwendung verbessert sexuelle Funktionalität, verjüngert den Körper und wirkt positiv auf die Ausdauer und das Nervensystem. Und Sie werden dann Langzeitwirkung erreichen. Also, welche Programme haben wir heute? Sonderangebot für einen Monat der Behandlung, 2 Packungen. Dazu bekommen Sie eine gratis für einen Monat der Behandlung. 103 Euro. Standardprogramm besteht aus 4 Packungen, eine darunter ist gratis, kostet 125 Euro, keine Versandkosten. So, und Sie haben keine starke Symptome und Sie sind jung, dann Sie können oder mit diesem Programm beginnen oder mit dem Standardprogramm. Dann werden wir schauen, ja, welche Ergebnisse werden Sie erreichen. Dann, wenn Sie später nachbestellen werden, dann werden Sie Rabatt auch haben. Dann sagen Sie bitte, 2 plus 1 gratis für einen Monat oder für 40 Tage möchten Sie haben? Das für 40 Tage. Für 40 Tage 3 plus 1 gratis, 150. Nur diesen Betrag werden Sie in Deutschland bezahlen. Wir arbeiten mit der UPS-Kurierdienst in Deutschland und Sie werden nächste Woche dann das an Ihre Adresse erhalten. Geben Sie bitte Ihre Postleitzahl. So. 1-2-0-5-5. Ja, ist korrekt? 1-2-0-1-5. Nee, 1-2-0-5-5. Ah, 5-5. Berlin. Gut. Wie heißt Ihre Straße, bitte? Braunschweiger Straße. Wie? Braunschweiger Straße. Erste Buchstabe? Na B. Warte, weiter. Aha, Braunschweiger Straße. Ja, ist korrekt? Ja. Gut, wie? Nennen Sie bitte Hausnummer. Die Hausnummer ist die 35. 35, ich wiederhole das Ganze. Gut, Sie werden 4 Packungen erhalten zum Preis 125 Euro an Ihre Adresse Braunschweiger Straße, Hausnummer 35 in Berlin. Und Sie werden 3 Kapseln pro Tag einnehmen. Ja? Gut. Sie heißen Peter, Ihr Nachname ist Zauberfee. Gut, gut. Alles klar. Dankeschön für ein angenehmes Gespräch. Schönen Tag, schönes Wochenende. Tschüss. Prima. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Ja, bitte. Sehr geehrter Kunde, Ihre Bestellung wird von unserer Logistik bearbeitet. Erwarten Sie eine Nachricht vom Kurier. Danke. Das war es leider schon von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Das Hörspiel ist schon zu Ende. Wenn du magst, kannst du gerne aber noch den Kanal abonnieren, am besten gleich mit Glocke. Denn dann verpasst du auch keins der neuen Hörspiele.
bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.